Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3 von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir mit Pekko, den wir ja wieder in der Gruppe zugeholt haben, zu, auch und auch Momo, haben wir vergessen zu sagen, ja, haben wir ein bisschen auf der Anlage die Gewächshäuser kaputt gemacht, weil sich da Chrisgas gesammelt hat. Dadurch kommt aus diesem Ofen jetzt auf einmal auch Chrisgas. Und bevor wir da aber jetzt hier was machen, gucken wir mal. Oh, hier ist das, cool. Fand es Wodgasch. Cool. Und hier haben wir Heilkräuter. Okay. Bisschen spät, gebe ich zu. So, gucken wir doch mal nach Xen. Es ist unbefestigt und rostigt. Momo könnte es bestimmt einwerfen. Einwerfen, meinst du eher ein Schießen. Boah! Da kam eine ganze Menge Gas raus. Schauen wir mal rein. Wollen wir mal gucken, was sich dort befindet. Da drin befinden wir es nun innerhalb des Kamins, wohlgemerkt, finden wir eine Leiter. Hey, hier ist eine Leiter. Lass uns runterklettern und sehen, was es dort gibt. Vielleicht das Labor eines bösen, wahnsinnigen Wissenschaftlers, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ey, kommt schon, das ist Klischee, und das ist halt, das machen Bösewichte nun mal. Ja. Ein Labor. Das stimmt schon mal, wie es aussieht. Momo, ganz wieder Ausrufezeichen. Und doch das vierte. Schau dir diesen Ort an. Hey, Lorne. Was meinst du? Wo dieser Ort dient? Wo soll ich das bitte schön wissen? Ob das zum Werk gehört? Vielleicht ist es geheime Forschungslabor des Direktors? Naja, könnte sein. Und dann diese Maschine. Was für eine Maschine? Sehr beeindruckend. Ob die Direktor was so alles selbst abgebaut hat? Gute Frage. Oder gab es einen weiteren Ingenieur? Hä? Ingenieur? Wieso? Ja, also, naja, kann man schon doch so gebrauchen, oder? Was ist daran jetzt so besonders? Warte einen Moment. Okay, ist es. Wahrscheinlich hat sich mal ein paar Gedanken gemacht. Los, wir schauen uns natürlich um. Kein Problem, das hatte ich sowieso vor. So, liebe Leute, willkommen im neuesten Dungeon mit Gegner natürlich. Weil sie wahrscheinlich gleich die erste hier der... Oh, fuck, gleich zweite gemeint. Die CC-Fliege und der Flugmann. Die CC-Fliege ist weniger das Problem. Ein Schuss, ein Schrei, das war's in der Regel. Aber der Flugmann, der hat einen ziemlich gemeinen Zauber richtig drin. Die CC-Fliege konnte halt Chloren und so und Gewürz. Und das hat dann gleich natürlich wieder wunderbar funktioniert. Aber die CC-Fliege ist in der Regel ein Schuss, ein Schrei. Und ihr Flugmann, wie ihr sehen könnt, hält schon ein bisschen mehr aus. Aber auch nicht so viel mehr. So, war großer Sieg. 70 Erfahrungspunkte und ein Feuerspeer. Geil! Muss ich mal sagen. So, erstmal heilen wir doch Momo mal von ihrem Gift. Da habe ich noch irgendeinen Antidot. Moment mal, nee. Ich hatte schon vorher keins, also sollte ich wahrscheinlich jetzt auch keins haben. Ach Gott, nehmen wir einfach mal einen Antidot sauber. So. Dann wollen wir mal eben die Ausrüstung gar prüfen. Na gut, vielleicht könnten wir auch hier mal eben das Feuer größer. Mal sehen, den ist oh, schwer. Gehen wir doch mal den Feuerspeer. Ach, das ist sogar leichter, bisschen stärker und hat Feuerelement. Das ist cool. Und mein hat kein Schild. Mit der hat er kein Schild. Wieso zum Henker hat er kein Schild? Hoppala, habe ich vergessen, ausrüsten. Oh, upsi. Na, Glück gelaufen. Oh ja, gute Idee. Ganz gute Idee. Wenn sie irgendwie Abwehrkraft hilft bei Überrumpelung. Ach, muss ich erstmal so. Wollen wir mal gucken, was jetzt hier uns alles erwartet. Wir befinden uns jetzt hier in einem Labor. Wir erwarten. Oh, noch eine Treppe. Wie er bereits gesagt, befinden wir uns hier gerade in einem Labor. Hier finden wir gerade halt ein weiteres Lager. Ich glaube, hier gab es noch ein paar Schätze, oder? Oh, da ist ein Lederbeutel. Yeah! Dieses Labor und auch dieses Lager sind alles Kampfgebiete. Und da gibt es vor allen Dingen eins. Mutanten und Ungeziefer. Eine große Schale. Geil. So, Flugmann. Okay, es ist Momo ein bisschen langsamer als Lorne. Ah ja! Der Flugmann. Oh, okay, der hält sogar ein bisschen was aus. Oh, oh, das wird wehtun. Das wird. Ah, gut, hat nicht so sehr weh. Oh, Schwein gehabt. Bam! Und die große Schale. Oh, die Kopfschreibung gekriegt. Und Flugmann. Erledigt. Sehr schön. Gut, dass ich den Flugmann so schnell platt kriege. Ich hatte eine richtig gemeine Attacke. Ich kann mich natürlich aber auch. So, wollen wir mal gucken, was wir kriegen wir dafür jetzt wieder 82 Erfahrungspunkte und wie viel Geld?
Heilkräuter und 140 Zähne. Cool, 140 Zähne ist nicht wenig. So, was haben wir denn hier? Was, oh, Tinte. Cool. Solange wir nicht in der Tinte drin sitzen, ist Tinte gut. Ich weiß, der war schlecht. Der war sowas von schlecht, ey. So, hier runterspringen konnten wir nicht. Der Kran konnte, glaube ich, mit dem... Wow. Mit dem Kran konnten wir, glaube ich, nichts machen. Wollen wir mal gucken. Wer macht jetzt die Klappstuhl? Noch eine große Schabe. Klappstuhl! 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 Yay! Ist neben der Klappstuhl! Na gut, Gegner machen... Nein, Moment mal. Klappstuhl machen nicht die Gegner. Die Gegner gehen sterben. Klappstuhl machen nur wir, weil wir kippen ja nur um. Wir können ja wiederbelebt werden. Die Gegner in der Regel eher nicht. Ich habe jedenfalls noch keinen Gegner gesehen, der Wiederbelebungszauber drauf hat. Oder so. So, kommen wir mal jetzt mal in diese Tür reingehen. Sind wir denn hier? Oh, ganz viele Computer. Wovon? Eine sogar anders. Interessant. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist ein Relikt aus der Techno-Ära. Ein Relikt aus der Techno-Ära? Ja, Leute, wir haben mal wieder, wie gesagt, die hohe Technologie dieser unserer Vorfahren ist verloren gegangen. Wie immer. Und diese Zahl ist eine 1. Ah, identisch mit der Tür da oben. Ist dieselbe hier an der Tür? Oder? Na, dann, wie gesagt, da könnten wir vorher nicht durch, denn die Türen sind alle passwortgeschützt. Mit anderen Worten, das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel aus der Techno-Ära. Verstehen wir. Wenn wir das Passwort hier eingeben, öffnet sich die Türe mit derselben Zahl. Macht Sinn. Möchte jemand versuchen, das Passwort zu erraten? Bitte? Ganz blöde Idee, glaube ich, oder? Guck die Frage an. Oder das Passwort? Werden wir die Tür niemals öffnen können? Aber gewöhnlich wären die Leute als Passwort etwas wie den Namen eines Freundes oder so. Wie Pellet oder so. Das ist vielleicht etwas zu auffällig. Naja, interessanterweise aber geht die Tür trotzdem auf. Dö. Huch! Ich glaube es nicht. Sie ist offen. Ja, Lucky One, ne? So, jetzt kommen wir weiter. Aber wer ist Pellet? Los, weiter geht's. Okay, aber wer ist Pellet? Komische Sache. Jedenfalls, liebe Leute, Momo ist diesen Dungeon sogar Pflicht. Mehr oder weniger. Sie muss die sämtliche Türen hier für uns öffnen, weil wenn Lon, Gar, Mina oder das recht Rai oder Pecco versuchen, das einzugeben, kommt nur Folgendes. Sieht recht kompliziert aus. So schwierig, als dass Lorne es verstehen konnte. Momo muss halt wirklich für uns die Passwörter eingeben. Ansonsten brauchen wir sie eigentlich nicht. Hier haben wir... Oh, können wir uns doch mal ausruhen. Hier ist das drin. Jawoll. Hi, Kräuter. Cool. Theoretisch können wir uns doch hier ausruhen, aber ja gut, haben wir nicht viel Schaden bekommen. Gucken wir doch erstmal hier oben rum. Und noch eine Leiter. Och, wie geil. Leitern über Leitern. Zu viele Leitern für mich. Na, oh. Tor Nummer 4. Naja, wir haben jetzt dann nicht mehr Tor Nummer 2 geöffnet, also... Ja, die Tore öffnen sich doch auch alle in der Reihenfolge, also Tor Nummer 1, Tor Nummer 2, Tor Nummer 3, Tor Nummer 4. In der Reihenfolge müssen wir öffnen. Nicht anders als der heiße Preis, wo man sich ein Tor aussuchen kann. Nö, wir müssen Tore alle nacheinander öffnen. Unter anderem, weil, ihr habt es bemerkt, rechter... cool, ich sehe jetzt auch so fast Kämpfe. Na gut, dann erkläre ich das, nachdem ich den Gegner da in über den Jordan geschickt habe. Ein Flugmännchen! Also, ich glaube, der hatte irgendeine gemeine Attacke, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich klopfe die ja schon runter, bevor das überhaupt kommt. Sehr schön. Der Feind wurde aufgerieben. 54 Erfahrungspunkte geben wir also. Gut zu wissen. Und 140 Sunny. Ihr habt es ja bemerkt, als die Rechner Nummer 1 betätigt haben, ging die Rechner Nummer 2 an. In der Reihenfolge müssen wir auch weiter vollziehen. Also erst Rechner Nummer 1, dann Rechner Nummer 2, Rechner Nummer 3 und so weiter und so fort. Und so müssen wir es halt durchziehen. Aber ich glaube, ich war in meiner ganzen Karriere als Zocker noch nie an dieser Truhe rangekommen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube schon fast, ich habe echt diese Scheißtruhe nie erreicht. Naja, werden wir sehen. So. Was machen die denn hier? Ohne Scheiß, was machen die hier? So, erstmal einer anschwächen, beziehungsweise jetzt echt töten. Weil gar hat jetzt die Feuerwaffe. Gut, der andere ist auch angeschwächt. Knochenflug! Yay! Nicht yay! Das ist doof. Oh, daneben. Noch Knochenflug. Wenn es auch mal auf Momo geht. Okay, auf Lorne. Aber hat nicht geklappt. Okay, Lorne.
Wir können natürlich jetzt Momo angreifen, das ist einfach verdammt dämlich. Einfluss auf den da. Gehaut von anderen drauf. So kann man natürlich auch noch die Verwirrung des seines Charakters auch effektiv für sich einsetzen, liebe Leute. Benz! Wow, geil. Der macht es beleben, oder? Da oben. Nein, der Lord, verdammt. Wow! Das hat weh! Und tot! Yay! So geht's auch! Vielleicht soll ich ein bisschen rumlaufen, dass die Verwirrung von der weggeht. Boah, die geht ohne Ende, ohne Scheiß. So, Momo. Laufe ich jetzt so lange mit der rum, bis die Verwirrung von der weg ist. Das ist ja das Gute. Gut, die ist weg. Das ist ja schön. Wenn man den Charakter verwirrt ist, kann man einfach auf das Kampfes ein bisschen rumlaufen. Oder mit denen. Und schon ist Sache gegessen. So, hier haben wir Tor Nummer 3 und Tor Nummer 2. Was gerade durch den Schrank da verdeckt ist. Oder durch die Röhre dort. Dann sind auch wieder Gegner auf und. Vegeta! Die waren auch ziemlich gemein, wie ich hier drin. Erstmal auf einen komplett drauf. Erstmal komplett einen kaputt holzen. Zum Beispiel so? So meint sich das. Krass. Geil. Relativ stark. Einfach eine Rache und. Ich denke mal. Gar trifft. Ja, Pflanzen halt, ne? Feind wurde aufgerieben. Vielleicht sehen. Ich glaube, ich gebe oben doch mal besser ihre Feuerausrüstung, weil. Anscheinend sind die Gegner hier alle anfällig gegen Feuer. Ich meine, da macht Sinn, dass ich ihr dann eine Feuerwaffe geben würde, oder? So, Quatsch, was mache ich da? Objekte, na, nicht Fähigkeit. Meine Fresse, was mache ich da? So, Munition, das Feuer, Chris. Eigentlich vermisse ich echt eine Waffenart für ihr. Okay, also irgendeine der Türen ging, glaube ich, auch auf. Oh, die war schon mal nicht. Na gut, hier haben wir nochmal die 1. 1 geht auch weiterhin auf. Und hier haben wir noch ein kleines Labor. Mal sehen, hier haben wir. Oh, aber ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, haben wir nichts. Ich sollte vielleicht echt das nächste Mal. Und noch ein Terminal, wo eine 2 draufsteht. Ja, dieses Rechteck geht auch mit Fast 2 auf. Gut, haben wir erstmal die große Schabe. Hauen wir erstmal nochmal weg. Bams. Und wie viel Schaden? Das gefällt. Yeah. Geile Scheiße. So, 29 Erfahrungspunkte erstmal wieder. So, sobald wir Passwort Nummer 2 haben, können wir auch dieses Terminal öffnen und durch diese Tür dort. So, wollen wir mal gucken. Passwort Nummer 2 finden wir nämlich hier unten. Hier haben wir eine unterirdische Plantage, wo ich gerade nichts machen kann, weil im Raum herrscht Christstrahlung. Zu lange Bestrahlung ist gefährlich. Du kannst hier nicht lange bleiben. So, deswegen ganz schnelle Sache. Ich hole mir jetzt noch schnell das Passwort. Hier gab es sowieso keine Schätze, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Holen wir es eben ganz schnell das Passwort. Das Passwort ist nämlich. Wo haben wir die denn? Da, dieses Siegel dort ist das Passwort. Da steht experimentelle Probe Repsol-Samen. Etwa ein Passwort? Ja, diese farbig unterlegenen Sachen sind die Passwörter. Und sobald so viel Zeit vergangen ist, fliegen wir aus dem Raum raus. Weitere Bestrahlung wäre gefährlich. Momo und alle anderen verließen den Raum. Kein Problem. So, Repsol, wie gesagt, ist das Passwort. So, das Passwort können wir jetzt dort in Terminal Nummer 2 eingeben. Flugmann, Gar und unter Drache. Yeah! Wow, jetzt aber ich finde Schaden. Daneben. Okay, jetzt können wir mal sehen, was da, ob da. Oh, genau. So einer war das. Jetzt einiges mehr Lebenspunkte als solche scheiß Egeldinger da, ne? Da ist der Schaden doch schon ein bisschen was anderes. Und da kommt ein Knochenflug drauf. Nicht auf gar. Oh, scheiße. Ging noch mal gut. So, dann erstmal 1 plus auf Rot-Roten Drachen. Worum greift die Flugmann an? So, damit kommt ja auf jeden Fall einen Rot-Roten Drachen. Das ist ja schon mal etwas. Vielleicht macht der Rot-Rote Drache jetzt auch beleben. Der sagt, dass der Flugmann so stark angeschwächt ist. Wäre schon cool. So, Flugmann ist mal besiegt. Ihr habt vielleicht ganz gut gesehen, der Flugmann, der hat echt so eine Art Maske, also einen Helm auf, wo der mitfliege. Und beim Treffer sieht man halt das menschliche Gesicht. Darauf musste man achten. Hat mich vielleicht gerade nicht ganz erkannt, aber ist echt so. Echt lustig. So, laufen wir doch jetzt ein bisschen mit Gar rum. Aber wechseln direkt wieder auf Momo, weil dieses Passwort könnten wir, glaube ich, jetzt hier eingeben, oder? Da steht Eingabecode am Hauptmonitor. Na gut, wir müssen doch erstmal zum Hauptrechner und dann dort das Passwort eingeben. Gar ist wieder. Gars Verwirrung ist weg. Das ist gut. Okay, als erstes müssen wir halt beim Hauptrechner das Passwort eingeben.
Und dann an den Mini-Terminal. So, mal sehen. Große Schabe und Flugmann. So, Lord Flugmann, Momo, große Schabe, gar Flugmann. Wollen wir mal gucken. Ich denke mal auch den Kampf, während ich springe. Meine Partner wollte eigentlich sagen. Oh Mann, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen wegkomme, ohne dass ich jemand heilen muss. Mist daneben. Flammenangriff, genau, das konnte der ja auch. Ja, interessanterweise ist es ein Feuergegner. Oh yeah! Obwohl, na gut, Feuer scheint aber auch nicht viel auszumachen. So, Lorn, Momo und da. Weil Momo trifft halt nicht so häufig. Da gehe auf jeden Fall sind wir sicher, dass die große Schabe zumindest und, schon mal tot ist, weil gar und Momo trifft nicht so häufiger. Und der Flugmann, na gut, da könntest du doch Feuerangriff machen. Oder mal. Auf normal macht bei Gar, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn als Feuerangriff. Gebe ich zu. Gut, dann, ach Gott. Magie mit 9 ist einfach mein gutes Lebenszauber. Meine Terminals ist direkt ein Bett. Das werde ich dann nachher eigentlich benutzen, was er vorhatte eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass ich mich nicht heilen muss. Aber wozu habe ich diesen gottverdammten Zauber? Ist mal ernsthaft. So, jetzt Bam und tot. Wenn ich treffen würde. Jetzt aber Gar, los, hau ihn weg. Mit 111 Schaden ist da. Fang ist geschlagen, 32 Erfahrungspunkte. Und liebe Leute, im nächsten Part sehen wir uns am Terminal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen, schönen guten Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!